whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in der Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich einen Armorique mitgebracht, einen bretonischen Whisky, also einen aus Frankreich. Und zwar den Double Matured 46 Volumenprozente. Ja, Armorique. Hätte ich fast besichtigt im Sommer 2013, da war ich unterwegs in der Normandie, aber irgendwo war ich dann doch zu sehr im Urlaub, dass ich gesagt hätte, jetzt fahre ich noch die 3 Stunden weiter ein bisschen in die Bretagne rein und gucke mir dann die Whiskybrennerei nochmal an, da hätte ich einen halben Tag verloren und so. Ja, irgendwo hat es mich da nicht so hingezogen, weiß nicht warum. Ich habe den Armorique schon mal probiert, da kam der gar nicht so schlecht weg. Also sie können dort in der Bretagne Whisky nach schottischem Muster herstellen. Durchaus. Also insofern war ich da wahrscheinlich einfach nur ein bisschen urlaubsreif und habe die Brennerei nicht besichtigt. Heute sage ich, hätte ich doch besser gemacht. Ne? Naja, gut. Heute haben wir den Double Matured dabei und der ist also nicht kühl gefiltert. Hinten drauf haben wir sogar ein paar Geschmacksbeschreibungen, sowohl zweisprachig, einmal auf Französisch und einmal auf Englisch. Und jetzt muss ich dann mir aus beiden zusammensuchen, welche Worte ich kenne, die ich auf Deutsch dann hier rüberbringen kann. Also, reich und fruchtig in der Nase, Armorique Double Cask, enthüllt Anklänge von Zitrus, Apfel und Gewürzen. Verstärkt durch den Sherry. Der lange Finish ist floral mit einem Hauch von Schokolade. Ja, das klingt doch nach einem typischen Speyside Whisky, der vergleichsweise fruchtig ausfällt und dann im Sherryfass nachgereift wird, um dort jetzt dann die kräftigen Aromen noch zugesetzt zu bekommen. Die Nachreifung, ja, steht da drüber. Man hat also bretonische Eichenfässer genommen. Und das unterscheidet jetzt diesen Whisky von schottischen, wo man typischerweise Ex-Bourbon-Fässer nimmt. Da hat man hier also bretonische Eiche genommen. Da war ich mal und habe dort, was habe ich denn da besichtigt? Und da habe ich gesehen, dass die dort so richtig einen Sack voll krüppelige Eiche in diesem Wind und Regen gepeitschten Land haben. Ein Sägewerk habe ich da besichtigt, genau. Und da sah man dann also diese ganzen krummen Bäume und so, also daraus dann noch Fässer herzustellen, mein Kompliment. Also die Franzosen haben an der Stelle dann doch vielleicht was drauf. Boah, und so dann kritischen Unterton, ja, der Urlaub war durchwachsen. Und Sherryfässer, gut. So, dann fangen wir mal an. Schön aufzumachen, gut gefertigt. Ja, Bröselkorken. Also nicht ein zerbröselnder Korken, sondern aus kleinen Stückchen zusammengesetzt. Haben den großen Vorteil, dass die typischerweise nicht korken. Also das Bröselkorken, also zusammengesetzte Korken, dass die das Korkeln anfangen, also einen Korkschmecker entwickeln, habe ich noch nicht erlebt. Ja, das ist kein Schotte. Das merkt man sofort. Und zwar ist da eine aromatische Note, ja, so würde ich sagen, obendrauf, die nicht schottisch ist. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an so einen deutschen Gerstler. Aber das könnte auch diese bretonische Eiche sein, die natürlich... Das ist so wie First Fill Limousine Eiche, die deutlich mehr Aromen bringt, als jetzt so ein weiches, zartes amerikanisches Ex-Bourbon-Fass aus amerikanischer Weißeiche. Ja, schwer zu sagen. Es dürfte so ein Gemisch, also aus beidem dürfte das herkommen. Die aromatische Eiche zusammen mit starker Frucht. Nicht unangenehm, aber nicht schottisch. Soll es und muss es ja auch nicht sein, stammt aus der Bretagne. Die dürfen ihren eigenen Stil haben. Niemand muss
permanent da den Schotten nachmachen. Probieren wir. Ja, deutliche Eichenfrucht mit dabei. Auch der Sherry, der die Sache jetzt ein Stück weit süßer macht und einen Kontrapunkt zu dieser französischen, bretonischen Eiche setzt. Mir ein bisschen stark eichenlastig. Also wer Eiche mag, jo, kräftig rein. Wer sich mit der Eiche ein bisschen schwer tut, schwierig. Der Abgang ist jetzt nicht so lang. Die Eiche ist nach wie vor da. Sagen wir mal so, der Abgang ist sehr eichenlastig. Also der Rest verschwindet und es bleibt ein sehr eichenlastiger Abgang übrig. Jetzt wird er etwas... Ja, jetzt schlägt er also von diesem aromareichen Antritt mehr in die Frucht rüber und nicht so sehr in das Eichenfass. Zitrusfruchtig. Jo, solides Stück Arbeit. Mal was anderes. Schauen Sie nach, es gibt da die verschiedensten Abfüllungen, die haben noch nicht solche richtig großen Mengen. Ne? Da müssen Sie gucken, was da ist und dann sagen, oh, jetzt ist was da, jetzt nehmen wir das. Der normale Armorique, der ist in großen Stückzahlen durchgängig verfügbar, aber diese Sonderabfüllung, die gibt es nicht immer. Schauen Sie im Shopsystem nach, was Sie da finden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.